Gestern gemacht. Was haben wir gestern gemacht? Wir haben den Waldtempel fertig gemacht. Waldtempel fertig. Ich gehe mal eben die ganzen Geister wegbringen. Damit wir die Flaschen mal leer haben. Wir haben gestern auf jeden Fall hart Progress gemacht. Wir haben ja den Hammer, wir haben ja alles fast. Ich würde schon fast behaupten. Wegen Geld, du hast recht. Aber die Flaschen sind voll. Kann es sein, dass wir Go-Mode haben? Go-Mode heißt, wir könnten das Spiel durchspielen, ohne jetzt weitere Kisten zu öffnen. Nee, eigentlich nicht. Wir haben keinen Go-Mode. Uns fehlen noch die rote Tunik und die blaue Tunik. Die fehlen uns noch. So, aber warte. Was haben wir denn jetzt gemacht? Was können wir machen? Wir können nicht in den Feuertempel. Wir könnten. Der Schattentempel war jetzt offen. Da können wir hin. Schattentempel ist offen, den können wir machen. Wir haben jetzt Dienstfeuer. Das heißt, der Schattentempel wurde geöffnet. Also, was heißt geöffnet? Der ist die ganze Zeit schon auf, aber wir können das jetzt endlich hier aktivieren. Ja, ob wir jetzt den Wüstentempel zuerst machen oder den Schattentempel, ist, glaube ich, egal, oder? Hallo, Sebami. Das ist, glaube ich, egal. Ich habe übrigens gestern wieder geguckt nach Horror Games. Ich will bis zu meinem Geburtstag auf jeden Fall mit dem Horror Game anfangen. Vielleicht fange ich sogar an meinem Geburtstag das Horror Game an. Das wäre ein Donnerstag-Chat. Ich habe an einem Donnerstag Geburtstag. Und an diesem Donnerstag ist auch mein Partnerjubiläum. Ich habe das alles auf einen Tag gelegt. Bei Twitch kann man das Partnerjubiläum festlegen. Und ich glaube, ich will dann am Partnerjubiläum dann auch das Horrorgame einlösen. Also wir das dann machen. Aber ich weiß noch nicht was. Ich bin so, weiß ich nicht. Ich denke mir vielleicht Resident Evil 7. Ich will aber kein Spiel haben, was 40 Stunden geht. Weil auf Twitter wurde mir zum Beispiel Alien Isolation vorgeschlagen. Würde ich auch spielen. Aber Alien Isolation geht 40 Stunden. Das ist ein bisschen zu arg. So, ich hätte schon irgendwie so ein Horror-Game, was so 10 Stunden geht. Aber auch keins, was nur 2 Stunden geht, so. Weil The Beast. Nee, was? The Beast Inside? Oder Summer of 58 oder so? Die sind nicht so lang. Ist halt die Frage, mache ich dann zwei, wenn ich ein kurzes mache? Oder reicht euch ein kurzes? Ich weiß es nicht. Ich will aber, fest steht, ich will keins machen, wo ich dann 3, 4, 5 Streams machen muss für ein Horrorgame. Until Dawn haben eine gute Länge. Aber ist Until Dawn wirklich gruselig? Wäre das okay, wenn ich Until Dawn mache? Ich denke mir dann halt auch immer, ist das Spiel wirklich gruselig? Würdet ihr sagen, das ist ein Horrorgame? Oder gibt es dann Leute, die sagen, oh, das ist ja gar kein Horror? Hier komme ich her und das war der Eingang. Gibt es noch einen? Ne, es gibt nur den Weg.
Ah, schade, ich dachte, ich kann es tricksen. Okay, anscheinend muss ich erst wissen, wohin ich es schieben muss. Ach, Moment. Ah. Sehe die drei genannten auf einer gleichen Ebene. Ich würde schon sagen, dass Resident Evil 7 wahrscheinlich gruseliger ist als Until Dawn, oder? Oder empfinde ich das nur so? Ich finde es schon gruseliger, irgendwelche komischen Monsterfamilien, die mich in irgendwelchen Häusern verfolgen. Ich sag's aber auch, wie es ist. Ich tue mich deswegen so schwer, weil Horrorgames eigentlich nicht mein Genre sind. Madison ist gerade eine Länge von 8 bis 10. Ja, ich will jetzt aber auch nicht direkt das Hardcore-Horrorgame. Chat, ich bin alt. Wollt ihr, dass ich einen Herzinfarkt kriege? Na, ich will ja auch, dass ihr zufrieden seid. Deswegen überlege ich das so lange. Und ich darf von dem Spiel ja theoretisch eigentlich nichts gesehen haben. Oder es muss schon so lange her sein, dass ich was dazu gesehen habe, dass ich es nicht mehr weiß. Oh, shit. Weil Horrorgames gucken bei anderen, easy für mich. Aber selber spielen, bin ich nicht so drin, du. Na, für Rätsel bin ich ja offen. Rätsel sind ja cool. Ernsthaft? Ach, fick die Henne. Jetzt lass mich dahin. Danke. Okay. Direkt den Masterschlüssel. Direkt raus hier. Wo kommt das Loch her? War das nicht der Eingang, wo ich reingekommen bin? The Crowley ist, glaube ich, echt nicht gruselig. Hä? Da bin ich reingekommen anscheinend. Oh, wie frech. Mal schauen. Vielleicht machen wir so ein Resident Evil 7 oder halt 8. Ist halt die Frage. Soll ich das, wäre dann Village beliebter oder 7? Weil 7 hat eine Länge von 10 Stunden. Ja, ich weiß, genau. Until Dawn ist so ein Movie. Hä?
Gibt's hier noch einen Weg? Ich sag's euch, ohne Map und ohne Kompass sind die Maps in dem Spiel echt für den Arsch, Mann. Da ist nix. Hier ist was. Willst du mit einer Fähre in fremde Gefilde reisen, so tritt näher. Hab ich. Und jetzt? Aber der Stein ist ja nicht weg. Wie krieg ich denn den Stein weg? Das ist ja ein Schiebestein. Gehen wir mal wieder raus, wa? Chat, wenn man rollt in dem Spiel, kriegt man übrigens kein Damage. Ist einfach Dark Souls, das Game. Also ein Ding, was ich nie bewusst wahrgenommen habe. Dass man Iframes beim Dodgen hat in Ocarina of Time. Also beim Rollen. Weil der Schaden wird angezeigt, aber er zählt nicht. Was ist, wenn man hier runterfällt? Nix. Schattentempel, oh Gott! Schattentempel auch schon ein bisschen Horrorgame. Fackeln sind jetzt an. Oh, warte mal. Jetzt ist ein anderer Schädel da. Aber ich kann es nicht mehr umstellen. Moment, was? Warum ist der Schädel jetzt da? Vorhin war es doch ein anderer Schädel, aber ich kann das Ding nicht mehr drehen. Hä? Weird. Hier muss es noch einen Weg geben, den ich nicht gegangen bin. Hier war ich. Ach, warte mal, war ein Schädel hier? War das nicht ein Knopf oder so? Oder? War nicht irgendwo auch ein... So, warum geht Navi hier hin? Irgendwas war komisch in dem Dungeon. So, warum leuchtet die hier? Die leuchtet da ja so hin. Oh, ich habe den Weg gefunden, den ich nicht gegangen bin. Fliegende Töpfe ist neu.
Oh nein. Komm, friss mich. Friss mich, Schatzi, komm. Ihn das nicht juckt auch. Mistvieh. So ein unnötiger Gegner. Kommt er öfter in den Dungeon? Ich hoffe nicht. Wahrscheinlich kommt er dreimal oder so. Mal gucken, nicht, dass hier irgendwo eine Kiste spawnt. So einen Schlüssel habe ich, aber... Einmal hier und einmal im Brunnen. Okay. Dann heißt es ja, ich muss den nicht mehr machen. Das wäre ja okay. Hä? Das hat mich jetzt aber nicht weitergebracht. Wenn man jetzt nur wüsste, wo man ist. Schon erwähnt, dass ich den Schattentempel nicht mag. Hä? War da gerade die... Kann man die sprengen da? Die war gerade nicht geladen, kurz. Das wäre frech. Wirf halt nicht. Ist okay. Das sind manchmal so Wände, das ist so random, oder? Du kriegst in diesem Dungeon beigebracht, dass das Auge der Wahrheit dir die Wege zeigt. Und dann ist auf einmal eine Wand sprengbar. Es ist immer so doof. Das hätte ich jetzt, glaube ich... Ja doch, irgendwann hätte ich es bestimmt ausprobiert. Aber ich habe es jetzt eher ausprobiert, weil die Wand einmal nicht geladen war in der Entfernung und ich da durchgucken konnte. Creepy. Wow. Oh nee. Boah, die viele Juwelen, Rubine gab.
alles wieder von vorne. Let's go. Skulltulas schlimmste Gegner in dem Game. Alle Gegner, wo man warten muss, immer schlimm. Alter. Aber Gönner. Gönnergegner. Dass die mich auch immer erwischt. Oh, nicht, dass hier irgendwo noch ein Geheimgang ist, ne? Das wäre gemein. Ciao. So. Tatsächlich habe ich darauf gehofft, dass er runterfällt. So, was will mich jetzt hier wieder überraschen? Oh. Aua, was? Das hat mir Damage gemacht. Ach, hier sind bestimmt Stacheln oder so. Ach so, ja, klar. Das ist klar. Aber ich kann durchschießen. Da, so ist es natürlich nicht da, aber wie, ich krieg Damage. So. Nice. Schlüssel immer gut. Das ist nicht gut. Wasted money. Aber jetzt war ich wieder hier und komme nicht weiter. Also doch, ich komme weiter. Ich kann ja den anderen Weg weitergehen. Aber es war wieder ein Raum für einen Schlüssel. Und jetzt kommt das Skelettding bestimmt wieder. Ja. Classic. So. Oh, will man da die Gleitstiefel haben? Will man. So. Oh Gott, der darf mich nicht am Rand treffen hier. Was ist das? Da hinten ist eine Tür. Hinten ist eine Tür, die verschlossen ist. Was ist hier? Ah. Wie nett die hier noch die Schilder aufgestellt haben, damit du weißt, was du machen musst, oder? Willst du das heute in einem Zelda noch geben? Ah, wahrscheinlich schon.
Jetzt haben wir nämlich beide gestackt. Sehr schön. Können wir hier die Kiste holen. Schlüssel. Meine Vermutung ist leider auch, dass wir jetzt die nächsten Dungeons und Tausenden von Kisten erstmal nichts Nützliches mehr finden werden an Items, weil die letzten Items, die uns fehlen. Die Goron-Tunika liegt im Feuertempel, was sehr funny ist. Und die Sora-Tunik liegt in Gerudo Valley in der Kiste, an die ich noch nicht drankomme. Weil ich, wie ich vermute, das Huhn noch nicht habe. Also Kiki. Kiki könnte halt irgendwo liegen, ja? Aber es kann auch sonst wo wieder liegen. Und obwohl ja doch die Wallet-Upgrades, die Rubin-Upgrades, die wären interessant, wenn wir die mal irgendwo kriegen würden. Kann ich da drauf? Ja, cool. Und ich glaube, die meiste Zeit werden wir uns jetzt mit Herzteilen begnügen müssen. Da ist auch eine Kiste. Ich hoffe, ich habe jetzt alles in dem Raum. Warum respawnt der so schnell? Lichtpfeile, stimmt. Auch so ein Ding, das uns fehlt. Du hast vollkommen recht. Oh mein Gott. Aua! Warum geht mein Auge überhaupt aus? Ach lol, den gibt's ja auch noch. Der ist weiter, ne? Da reicht viel weiter. Hä? Oh. Willst du mir jetzt sagen, dass ich damit... Treffe ich ohne? Oh, viel höher. Okay, gut, dass ich geguckt habe. Über die Stacheln gelaufen. Weird. Nope. Nicht mit mir, meine Freunde. Ihr kriegt mich nicht. Da hocken sie auch wieder. Warten schon auf mich. Oh Gott, die Hand. Oder sind das einfach nur ambiente Sounds? Klang so nach der Hand, die jetzt kommt. Nee, ambiente Sound. Man kriegt am Ende des Dungeons ein Amulett. Aber welches ist random? Deswegen habe ich zum Beispiel aus dem Schattentempel habe ich bekommen das Schattenmedaillon.
ist nicht irgendeine Kiste vorhin gespawnt irgendwo? Oder waren das die Flammen, die angegangen sind bei dem Schädel? Irgendwas ist doch in dem Raum passiert. Nee, nee, also man kriegt nach einem Dungeon schon ein Medaillon, aber welches ist halt random? Ich weiß nicht, warum das randomized ist, ob das irgendeine... Ja klar hat das eine Auswirkung auf Sheik. Sheik gibt mir doch nur was, wenn ich alle drei Elementmedaillons hatte, oder? Wie war das? Da wollen wir hin. Langsamer geht. Oh nein. Ihr könnt mich nie wegpusten, Freunde. Ich habe die Eisenstiefel. Ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Das ist frech. Wie war das? Habe ich das ausprobiert, dass man die anzünden kann? Man kann die gar nicht... Wieso? Also, was ist das denn? Wieso kann ich die Zombies nicht anzünden? Das ist schon frech. Also die Mumien nicht anzünden. Ich meine, die sind der Inbegriff von zünd mich an. Von bei A Link to the Past ging es. Das ist mal ein bisschen schade an Zelda, dass die ihre Logik ändern unterhalb der Gegner. So, warum kann ich hier die Mumie nicht anzünden? Aber in der Link to the Past zum Beispiel geht es. Brauche ich den irgendwo? Ah, da. Also ich kann ja verstehen, dass die nicht animieren wollten, dass dann auf einmal ein Zombie ohne Papier da steht oder so. Aber du kannst ihn ja trotzdem Damage machen und ihn brennen lassen. Hatte ich den Kompass schon? Nee, nee, ich hatte nur die Map. Ärgerlich, ich werde Kisten verpassen hier. Da ist eine Skulltula. Wo komme ich denn da hin? Muss bestimmt ein Lied spielen, ne? Okay, warte, dann kann ich ja hier hin. Ich hatte Angst, dass der schon direkt losgeht. Wie geil lang der jetzt ist. So. Damit hätten wir 29 Skulltulas. Welches Lied müssen wir wohl spielen? Wiegenlied? Es ist immer das Wiegenlied. Immer.
Ach du Scheiße. Next. Als ob nur zwei kommen. Wie lange denken die, brauche ich für den zweiten? Es wobbelt ganz schön, das Schiff, oder? Oh, ich glaube, wenn du Pech hast, kannst du hier runterglitschen. Das Schiff sinkt, springt ab. Na gut. Wenn's sein muss. Nein. Ah, jetzt musste man da hinten dann die Säule umwerfen, damit man da rüber kann. Moment. Ich will was ausprobieren. Oh, die waren bestimmt smart genug. Hat man hier schon Feuerpfeile gehabt? Kann man Bomben damit anzünden? Nee, ne? Oh, doch. Habe ich gerade den Dungeon hart abgekürzt? Ich meine, ich habe keinen Schlüssel. Ich komme da eh nicht weiter. Aber... Oder war das so intended? Kriegt man hier die Feuerpfeile in dem Dungeon? Dann war es intended. Ich weiß nicht mehr, wo man die Feuer... Oh, warte mal. Mein Controller will gerade nicht das machen, was ich will. Ah, okay. Feuerwehr müssen wir hier schon gehabt. Okay, dann ist das intended so. Es wirkte so. Es wirkte so cheesy, was ich gerade gemacht habe. Feuerpfeile gab es ursprünglich, haben sie mit den Pfeilen in die Sonne schien. Ja gut, und den Wassertempel hätte man eigentlich schon gemacht, ne? Im normalen Game. Schattentempel ist ja einer der späteren. Da kam ich her, ne? Nee. Weiß ich nicht mehr, wo ich herkam. Hier kam ich her. Dann gehe ich jetzt... Hier lang. Ich glaube, Schattentempel ist sogar der letzte. Ich glaube, die Wüste, die Gerudo-Wüste kam vorher. Weil ich muss hier schon... Ich muss hier schon die Eisenstiefel und die Gleitstiefel haben. Ich glaube, Schattentempel ist der letzte. Ach, eine Muniz. Ich dachte, es wäre eine Geldtasche. Hallo, Loldrop. Jetzt sind die wieder da.
lol, das ist die Tür, wo ich reingegangen. Okay. Gleitschiefel gab es hier. Ah. Aber am Anfang des Dungeons dann, weil man brauchte die ja am Anfang direkt, ne? Sonst wäre man im Dungeon ja schon nicht weitergekommen. Dann ist es ja fast gut, dass ich den Enterhaken hier bekommen habe, weil ohne den wäre ich jetzt, glaube ich, auch nicht weitergekommen. Oh, ich bin einfach ein King. Drei Würfe, drei Treffer, Freunde. Hä? Aber warum bin ich jetzt hier rein? Als ob der Raum mega unnötig war. Oh, das wollte ich nicht. Mega unnötig, der Raum. Gab nur Rubine, die ich nicht brauche. Hä, hier war ich schon. Das war die Typ. War ich jetzt in jedem Raum drin? Nee, Moment. Hier ist auch eine Zweierwand. Okay, war ich hier nicht drin oder bei dem anderen? Okay, wenn es die nicht ist, muss ich einen nach rechts. Einen nach rechts. Oder habe ich einen Schlüssel? Ich glaube ja. Einen Schlüssel? Nein. Ich mach mal so, ein bisschen höher. Damit ich die Magieleiste noch sehe und trotzdem unten eine Zahl erkennen kann beim Schlüssel. Ah! Oh, fucking hell. Wie war das hier? Was? So? Hilfe! Was ist, wenn ich jetzt so mache? Feuer Inferno. Okay, man wird trotzdem zerquetscht. Ich kann's nicht machen. Hilfe. Ich kann keine Magie benutzen, wenn der Scheiß an ist. Es ist so dumm. Okay, wir müssen warten. Kann ich es wieder ausmachen? Wir warten mal kurz. Es hält so lange, oder? Wie doof auch, dass man das nicht benutzen kann, weil das verbraucht ja keine Magie mehr, wenn es an ist. Den kann man anzünden. Habt ihr gesehen, wie doof das ist? Wieso kann ich denn die Mumien nicht anzünden? Vielleicht kann die ins Feuer Inferno auch die Mumien anzünden. Wollen wir mal nicht zu vorschnell urteilen.
Nein! Oh. Dachte, ich hätte den Spiegel da drauf, aber habe ich gar nicht. Aua. Aha. Wir haben wieder rausgefunden aus dem Labyrinth. Was wäre in der Chest gewesen gerade, die ich geöffnet habe? Das ist ja eigentlich eine dicke Item-Chest. Meint ihr nicht, da wären vielleicht die Feuerpfeile drin gewesen? Damit man diesen Turm dann jetzt abschießen kann? Oder weil da deine Masterschlüssel drin, war in den Kisten immer der Masterschlüssel drin. Ich weiß nicht mal, wie das bei Ocarina war. Oh fuck, ich erinnere mich, es war er. Für eine Hitbox. Was ist das denn für eine dumme... Achso, warte mal. Man sieht ihn die ganze Zeit. Ich muss das Auge aktivieren. Ich hält. Ich dachte, der wird unsichtbar und sichtbar. So, jetzt. Jetzt haben wir es wieder drin. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Das war knapp. Hallo, wie viele Phasen hast du denn? Oh, bist du nervig. In Wind Waker warst du cooler. Also die Version von dir in Wind Waker war cooler. Kann ich nicht. Stimmt, ja. Aber geht ja auch so. Spam ist einfach Pfeile. Man hat ja genug Pfeile. Außerdem hat er ja sogar Pfeile noch gedroppt hier, guck. Also Pfeile wären wir, glaube ich, nicht ausgegangen. Und wir kriegen jetzt das Amulett des Waldes. Lustig, das Amulett des Waldes kriege ich aus dem Schattentempel. Den Amulett des Schatten bekomme ich aus dem Waldtempel. Das war genau geswitcht. Jetzt! Moment, Chat, wir gehen zu den Gerudos. Ich glaube, jetzt komme ich an die Sora-Tunik dran mit dem Enterhaken. Jetzt ist der Haken ja länger. Heiliger See geht schneller.
wenn ich jetzt schon hier bin. Geht nicht, weil Wassertempel nicht gemacht. Frecher Schutz. Finde ich jetzt frech. Nee, Eisenstiefel habe ich schon ausprobiert. Ich glaube, das ist eine Protection drin, damit, wenn der Tempel nicht gemacht ist. Naja. Schade. Ich dachte, ich kann hier was reißen. Aber egal, wir sollten... Wenn mein Gedanke jetzt stimmt, kommen wir an die Sora-Tunik dran. Dann können wir auch den Wassertempel machen. Ich habe übrigens immer noch keinen Rubin. Oh mein Gott. Feen und Aase nicht vergessen im Tempel. Welcher Tempel? Also ich weiß, welche Oase du meinst. In der Wüste, ja. Aber Wüste komme ich gerade nicht einfach so hin teleportiert. Ja, ja, klar. Wüstentempel ist klar. Aber da habe ich gerade keinen Bock hinzugehen, weil ich... Ah, wir könnten aber auch einfach hingehen. Ich gehe jetzt eh zu den Gerudos. Dann können wir auch eben den Tempel machen. Eh noch, glaube ich, einige Feenquellen, die ich noch nicht fertig gemacht habe, Chat. Wir haben ja erst eine gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wo alle waren. Ich habe keine Ahnung mehr. Zum Glück kann Epona nicht vom Bergen runterfallen. Ah! Na, von hier kommen wir dann nicht dran. So, warte mal. Wieder den hier. Kann der Spiegelschild nicht mehr reflektieren? Gut, die Höhle ist freaking unnötig. Aber wir haben sie gecheckt. Eispfeile bei den Gerudos. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Laut dem Randomizer-Log soll in der Gerudo Valley Chest die Zora-Tunik liegen. Gibt's noch eine? Ich dachte, das ist die. Ich bin verwirrt. Ich war mir so sicher, dass die hier drin ist. Oh Gott. Oh Gott. Chat, ich hätte gewettet, dass die hier drin ist. Scheiße.
Vor allem habe ich einen Clip gesehen, wie einer hier hingesprungen ist und hier war ein Herzteil drin. Und jetzt kam da einfach ein Rubin raus. Was ist denn dann die Gerudo Valley Chest? Ich bin so verwirrt, Chat. Epona hat ihn kaputt geritten. Oder ich habe das falsche Log gelesen. Aber da war ja nicht mal ein Item jetzt drin. Das war ja nicht mal ein Item-Rubin so. Was ist Gerudo? Das ist das Problem an Randomizern. Die haben für die Chests immer eigene Namen. Das ist kein Name, der in der Komplettlösung oder so stehen würde. Das sind immer so Randomizer-Namen, die die Spieler den Chests gegeben haben. Ein Gerudo Valley Chest kann alles sein. Mach jetzt erstmal Folgendes. Ich hau hier alle Steine kaputt, weil das habe ich auch noch nicht gemacht. Und da drunter müsste noch eine Höhle sein, da hinten. Vielleicht ist das die Gerudo Valley Chest. Gucken wir mal. Ah, hier ist eine Kuh drunter, ich höre schon. Hä? Oder auch einfach nix. Wie unnötig. Ich habe doch eine Kuh gehört. Mein Controller hat nicht vibriert. Machen wir einfach so, oder? Dann sind alle angezündet. Warum ist der so abgegangen? Passiert das immer, wenn man die mit Deans Feuer anzaubert? Ich dachte gerade, ich hätte noch eine gehört. Hä? So darf ich dich nicht mehr anvisieren. Verbuddelt eigentlich die ganzen Kühe. Ich weiß auch nicht. Bock auf ein Steak. Ich sag, wie es ist, Chat. Ich bin seit... Ich habe seit Samstag kein Fleisch mehr gegessen. Heißt es nicht, dass ich jetzt instant Vegetarier werden will. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Weil ich mache das eigentlich nie. Klar, esse ich nicht jeden Tag Fleisch. Aber ich wollte mal eine längere Zeit jetzt ausprobieren. Und... Ich wollte mal die ganzen Ersatzprodukte mal probieren. Und ich sag, wie es ist. Ersatzprodukte aus Erbsen, aus diesen Erbsenzeugs, absolut grottiger Scheiß. Wenn, dann muss es Soja- oder Weizenersatzzeug sein.
könnte die Races halt machen gegen den Typen, aber da habe ich jetzt aber auch gar keinen Bock drauf. Was? Dahinter ist doch... Ist da eine Chest hinter? Das kann sein, oder? Das ist so ein Haufen Steine hier. Da ist eine Chest, wenn da jetzt die Sora-Tunik drin ist. Da ist sie! Die Chest ist gemeint. Lol. Aber die konnte ich eh noch nicht so früh holen. Seit wann haben wir den Hammer? Den haben wir auch erst kurz vorm Wald bekommen. Guck mal, ich habe sie weiß gefärbt. Das sieht aus wie ein Schlafanzug, oder? Cool, oder? Ich dachte mir so, die Soras sind weiß. Du magst die Erbsen? Ich habe zum Beispiel letztens einen Auflauf gemacht. Statt Hack habe ich dann halt von Rügenwalder Mühle das Hack genommen, das aussieht wie Hack. Also das auch aussieht wie Gehirn. Also, und das ist halt auf Basis von diesem Erbsenzeug. Und das hat, ich finde, dieses Erbsenzeug hat einen echt unangenehmen Eigengeruch und Eigengeschmack. Im Auflauf war das nicht schlimm, aber beim Braten dachtest du, Alter, was brätst du hier an? Oh, scheiße. Bin einen Schritt zu weit gegangen. Den erinnere ich mich auch gar nicht mehr. Ich glaube, hier bin ich nie hingegangen. ₹200 verkauft er mir ein Item. Das kann bestimmt auch alles sein. Kann sein, dass ich für 200 Rubine 5 Rubine kaufe. Das könnte der Zora-Deal wie in der Link to the Past sein. Es sieht halt echt aus, als ob ich jetzt einen Schlafanzug anhätte, oder? Schon funny.